Alkohol und Autofahren, das passt natürlich überhaupt nicht zusammen, aber im kontrollierten Experiment darf ich es heute einmal ausprobieren. Im Namen der Wissenschaft werde ich mir also ordentlich einen reintrinken und mal schauen, wie sich das auf meine Fahrfähigkeiten auswirkt. Und dabei hilft mir Fahrlehrer Herbert Kortzen. Auf dem ADAC-Übungsplatz bei Kiel werde ich heute dreimal einen festen Parcours fahren. Zunächst nüchtern, dann angetrunken und zum Schluss so richtig betrunken. Die erste Runde im Normalzustand läuft souverän. 0,0 Promille, 0 Fehler. Ja, Durchgang Nummer 1, das lief eigentlich schon optimal. Schauen wir mal, wie sich das ändert, wenn ich erstmal ein paar Bierchen getrunken habe. Um mich leicht zu betrinken, starte ich erst einmal gemütlich mit einem Bier. Prost! Aber das nächste Bier folgt prompt, schließlich will ich relativ schnell angetrunken sein. Und nach den ersten paar Gerstenraketen traue ich mich dann auch das zweite Mal hinters Steuer. Ja, wer kennt's nicht, drei Bierchen und man meint noch fahren zu können. Ob das wirklich so ist, das wollen wir jetzt mal im zweiten Test doch herausfinden. Vor jeder Fahrt misst die Polizei höchst offiziell meinen Atemalkoholwert. Mit 0,33 Promille geht es dann für mich hinter das Steuer und schnell tun sich erste Probleme auf. Woran hat man mir denn im Parcours bisher angemerkt, dass ich was getrunken habe? Ein bisschen hakelig gefahren, nicht rund gefahren, das war auf jeden Fall zu merken. Und die Orientierung auch noch mal verloren und stimmt. Durch den Alkoholkonsum nimmt meine Reaktionsfähigkeit deutlich ab. Nur eines von vielen Anzeichen für alkoholisierte Fahrer weiß die Polizei Kiel. Insgesamt die Sicherheit, das Fahrzeug sicher zu führen, auch jetzt wieder in der dunklen Jahreszeit, das lässt alles nach und dadurch läuft man eben Gefahr, letztendlich auch zu verunfallen. Runde 2 habe ich halbwegs souverän überstanden. Jetzt habe ich das Ziel, so richtig betrunken zu werden. Vom Bier steige ich um auf hochprozentige Mischgetränke. Auch die kurzen zeigen mittlerweile ihre Wirkung. Die Stimmung steigt. 7 Bier, 4 kurze, eine Mische. Dann schauen wir mal, ob man damit noch Auto fahren kann. Gut, dann wollen wir sehen. Ja, gerne. Vor meiner letzten Fahrt muss ich aber noch einmal zur Polizei. Die Atemalkoholkontrolle steht an. Ja. Okay, 1,16 Promille. Also ab jetzt würde ich definitiv meinen Führerschein verlieren. Den verliert man ja schon ab 0,5 Promille. Schauen wir mal, ob man mit über 1 Promille trotzdem noch Auto fahren kann. Ja. Jetzt würden im Straßenverkehr richtig dicke Strafen auf mich warten. Deshalb bin ich froh, dass ich auf einem Übungsplatz fahre und einen Fahrlehrer an meiner Seite habe. Oh Gott. Ja, das zweite Hütchen habe ich jetzt kaum gesehen. Ja, das war natürlich vorbei an dem Hütchen. Oh. Irgendwo, ne? Durch das Tor. Ach so. Und noch nicht bremsen. Ja, ein bisschen zu spät, glaube ich, ne? Ja, alles gut. Wie viele Fehler ich dann am Ende gemacht habe, will ich selber so genau gar nicht mehr wissen. Nur so viel, es waren definitiv zu viele. Also Herr Kortzen, wie lautet das Fazit? Habe ich die Genehmigung, mich auch mal mit Alkohol im Blut ans Steuer zu setzen? Nein, das auf keinen Fall. So wie wir das gesehen haben beim Fahren selber, das war mir viel zu eckig. Das Ganze war nicht rund genug. Dann eben halt auch die Piloten gar nicht mehr gefunden, die Einfahrt auch nicht mehr gefunden. Also das Fazit insgesamt lautet, auf gar keinen Fall Autofahren. Es reicht nicht mit dieser Promillegrenze, geht überhaupt nicht irgendwo. Das war ein typisches und sehr schönes Beispiel in negativer Weise. So kann ich das nur sagen. Ja, vielen Dank, Herr Kortzen. Ich glaube, liebe Zuschauer, dem kann ich mich einfach nur anschließen. Autofahren mit Alkohol im Blut, das ist eine schlechte Idee. Zum Glück habe ich ein Kamerateam, das mich heute noch sicher nach Hause bringt.